So oder so ähnlich könnte die zukünftige Band im Rahmen der Be a Star Aktion aussehen. Die Suche nach Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren für eine Band, initiiert durch die Teltower The Music School, soll aber keine Kopie von üblichen Casting-Fernsehshows sein. Indem diese Aktion Be a Star versuchen soll, den Mädels klarzumachen, dass sie Sterne sind. Das heißt also, es gibt unheimlich viel Talente, die auf der Straße sind oder auch zu Hause sind. Und diese Talente leider Gottes nicht wirklich richtig gefördert werden. Egal, ob es jetzt um diese Castingshows sind, die man im Fernsehen kennt, wo es ja nun leider Gottes darum geht, dass man ja eher die Menschen vorführt. Oder aber ob man dann halt eben Auswahlverfahren trifft, wo es halt eben um Aussehen eher geht. Also was ist medienwirksam, was ist nicht medienwirksam. Aber wirkliche Talente teilweise da wirklich auf der Strecke bleiben. Was mir persönlich, aber auch als Inhaber der The Music School sehr, sehr weh tut. Es geht diesmal wirklich um die Musik, es geht aber auch ein bisschen mehr drum. Es geht eigentlich auch wirklich um die Talente. Dass halt einfach mal verstanden werden soll, wir brauchen Talente, wir brauchen vor allem viel Talente in diesem Land. Und diese Talente sollen sich einfach auch mal endlich anfangen zu trauen, auch mal zu zeigen. Bewerben können sich alle Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren, die singen oder ein Instrument spielen können und wollen. Bereits jetzt haben Unterstützer des Projektes, wie etwa die Stadt Teltow, Auftrittstermine eingeräumt. So soll die Band beispielsweise schon auf dem Teltower Stadtfest 2012 auftreten. Wir müssen leider casten, was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil die Mädels, die weiterkommen, gut, die sind natürlich glücklich, aber die Mädels, die abgewiesen werden oder nicht weiterkommen, sagen wir mal lieber so, natürlich dann halt eben wir auch ein Gespräch mit denen suchen und so weiter und so fort, was ja denn nicht heißt, dass sie nichts können, sondern halt einfach aufgrund dieses Planes, den wir hier vorzulegen haben, uns halt eben auch bestimmte Mädels suchen müssen. Dann gibt es einen Recall. In diesem Recall suchen wir uns dann die Mädels heraus, die dann dementsprechend auch weitergeführt werden können. Ja, wenn wir die Band zusammengestellt haben, geht es gleich in diese Richtung hin, dass wir gleich in den Übungsraum hineingehen. Die Mädels kriegen 3, 4 Songs erstmal vorgestellt, die sie eintrainieren müssen. Zeitgleich wird ihnen Songcomposing beigebracht, dass sie dann auch bitte versuchen sollen, eigene Songs zu komponieren. Die Zielrichtung ist, dass diese Band nichts vorgeschrieben wird am Ende, sondern sie sollen selbstständig, eigenständig, wirklich als realistische Band arbeiten können müssen. Weiterhin sollen die Jugendlichen nach der Findungsphase mit der Kamera in ihrer musikalischen Entwicklung begleitet werden. Zudem wird ein Musikvideo entstehen.